Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, bin ich am Gießen und reg meine Kreise. Wir haben früh morgens so roundabout, kurz nach 9. Und ich bin hergekommen, mir geht es nicht ganz so toll. Bin ziemlich am Limit, so Hälfte, Hälfte. Aber genau dafür bin ich hier, weil der Garten mir jedes Mal so viel Heilung schenkt und vor allen Dingen hilft, all das Traumatische zu verarbeiten, was ich erlebt habe. Schenkt mir Heilung. Dafür bin ich angetreten, dafür bin ich hier. Ja, und jetzt gehe ich ein bisschen rum. Ich habe gestern ein bisschen was ausgesät und andere Sachen gemacht die letzte Zeit und ihr habt ja keinen aktuellen Stand. Ich überwässere hier jetzt ein bisschen, weil hier sind die Stangenbohnen reingekommen. Habe ja immer davon erzählt, die sind hier bei Mais, zwischen Mais und den Stöckern, die ihr sehen könnt und um die Stöcker rum. Und wenn ich ja schon mal bei bin, kann die eine oder andere Pflanze auch noch was abkriegen. Aber hier habe ich jetzt auch schon ordentlich gemulcht. Ich würde sagen, die zwei Runden reichen hier. Jetzt kriegen die Pflanzen drin noch ein bisschen was. Das Mulchmaterial sorgt halt dafür, dass der Boden ordentlich Wasser speichert und dass er möglichst lange drin bleibt. Und ich habe hier jede Menge Pflanzen. Jede Menge. Und jetzt ist es auch klar geworden. Habe Beikraut gejätet. Alles ist klarer zu sehen und ihr wollt das ja bestimmt auch noch mal von nahem sehen. Also das, was ich heute sagen kann, ist, fühlt euch recht herzlich eingeladen zu einem weiteren Gartenrundgang. Ich habe aber auch ein paar andere Sachen vor, denn ich habe auch zu tun und ich dachte mir, ich mache das so spontan, wie es kommt. Jetzt habt ihr ein bisschen was mitgekriegt. Aber die Reise geht noch weiter, hier hat sich überall was getan, es ist so schön geworden. Aber das Beet hier vorne stelle ich euch jetzt erstmal im Detail vor. Struktur. Ich würde sagen, das hat sich richtig gemacht, das Beet. Ich brauchte insgesamt nur zweimal Beikraut jäten. Viel öfter musste ich da nicht bei. Was Sie sehen können, die Pflänzchen, die am größten sind, das sind die Sonnenblumen. Die hatten hier jedes Jahr reingefunden und konnten auch zwischen Mais und Kürbis und so bestehen. Das hat sich alles vertragen. Das ist schon fast, Routine hier in diesem Beet. So oder so komme ich da auf jeden Fall zu vielen Sonnenblumen und ich freue mich, wenn die dann hier riesig stehen. Bieten dann nachher auch Sichtschutz. Ja, und die Stangenbohnen haben auch an den Sonnenblumen die Möglichkeit, dann hochzuklettern, sich hochzuranken. Dafür ist eigentlich der Mais gedacht. Die ursprüngliche Kombi ist Kürbis, Mais und dann halt die Stangenbohnen, die noch nicht da sind. Das ist so hier das, was ich vorhab. Hallo! Und ja, ich habe das kombiniert mit anderen Pflanzen, die sich da einfach reingefunden haben, die mir einfach gesagt haben, ich möchte hier auch rein. Und hier gibt es auf jeden Fall quasi jetzt den Bereich, der nicht zu dem gehört, was ich gerade aufgezählt habe. Also was ich hier drin habe, sind auch Tomatenpflanzen. Da unten, da haben wir die erste, da haben wir die zweite, die wachsen alle noch an. Hier haben wir eine stehen und da. Und die machen sich alle prächtig. Hat alles Zeit. Im Norden dauert das sowieso ein bisschen länger bei uns. Der ganze Garten, der wird sich noch zeigen. Aber die Vorfreude hat sich heute schon ein bisschen eingestellt, als ich durchs Gartentor gekommen bin. Aber zurück zum Beet. Ich will hier nochmal zeigen, was noch drin ist. Hier vorne, ich vermute, das ist eine fette Henne da. Unter dem Blattstiel. Genau. So, Sonnenblumen hatten wir. Wir haben hier noch Neuseeländer Spinat. Mehrfach. Also dreimal habe ich den drin. Da neben dem Kohl und hier hinten war er irgendwo noch, genau da unten. Achso, gemulcht, falls ihr euch fragt, das ist Schafswolle. Und alles andere habe ich aus meinem Garten, vom Sensen, morsches Holz etc. pp. Leben bringt Leben. Da könnt ihr das sehen, was ich da alles so einfließen lasse. Aber ich habe es in meinen Videos auch schon gezeigt. So, und zu guter Letzt, ich weiß jetzt nicht, was das ist. Habe ich Hobby vergessen? Ich habe es auf jeden Fall mal gewusst. Sieht aus wie, vergiss mal nicht in klein, diese Blüten. Es ist so winzig. Hier, das ist roter Spitzkohl. Dann ist das Beet hier auch soweit durch. Alles andere zeige ich euch gleich. Ich muss aber unbedingt erstmal was trinken. Weil da fehlt mir noch einiges. Ich habe auch noch nicht gefrühstückt. Bin morgens noch nicht so. Brauche meine Zeit. Mein Tipp an euch, wenn es euch mal zu warm wird im Garten, macht eure Füße eiskalt.
hier die Handgelenke und den Nacken und guck mal, was das mit euch macht. Dankeschön. Eine gute Sache. So, und ich soll jetzt noch ein bisschen hier weitermachen. Oh, habe ich dich gefangen? Ich habe ein Tier. Du gehörst doch woanders hin. Muss ich mal einmal euch zeigen. Gucken wir doch mal rein, ob wir den eingefangen kriegen. Ich werde dich gleich befreien. Der ist aber heimisch, der wird nicht ertrinken. Mal gucken, ob ich da rankomme. Ne, hier ist es nicht zu sehen. Aber ich werde euch das mal da vorne zeigen. Schwindelig. Hier vorne lebt dieses Tier eigentlich. Oder diese Tiere. Ist gerade da nicht zu sehen. Mal guckt es immer hoch. Obwohl mehrere. So, dann wollen wir dich mal wieder in die Freiheit entlassen. Da ist er schon. Ja, komm. Mal gucken, ob du dabei warst. Nee, da ist er noch. Mensch, du brauchst doch Wasser. Hoffentlich passen, dass ich ihn nicht treffe. So, hier, pass auf. Dann muss er vorne raus. Guck. Und? Wo bist du? Hier nicht mehr. Ich sehe nichts mehr. Nö. Ist mit rausgekommen. Versteckt sich jetzt wahrscheinlich erstmal unten, damit er nicht wieder mit rauskommt. Mann gut, ich habe dich gesehen. Ich glaube, im Beet hättest du nicht überlebt. Ich weiß das nicht, was das für ein Tier ist. Ich wünschte, ich konnte euch das noch zeigen, aber ich habe oft genug Gelegenheiten, wo ich dieses Tier sehe. Und jetzt gerade ist es nicht der Fall. Ich werde das euch irgendwann andersrum zeigen. Na gut, weiter geht's. Gießen. Ich muss jetzt aber hier wieder bei. Versteck dich. Also es ging hier so oft gut schon. So. Jetzt gucke ich lieber mal rein. Ne. Das sieht gut aus. So, dann habe ich noch mehr ausgesät. Und zwar, die Erbsen sind sehr weit. Und im Grunde genommen habe ich oft genug gesagt gekriegt, lass das mal sein. Mir ist das aber egal, ich mache das öfter so. Einfach ausprobieren und nachher glücklich sein, dass doch was bei rumkommt. Auch wenn es nicht die volle Ernte ist, die man sich so im Optimalen erwünscht. Hier drüben. Hier habe ich eine Schlange und Schlangenlinien an Erbsen ausgesät, gestern frisch. So viele Flugzeuge, hups. Oh. Der hat nicht funktioniert. Da war ich nicht bei der Sache. So, hier mache ich alles nass. Für morgens können die Pflänzchen das noch ab. Wenn die Sonne dann recht hoch steht, sagen die meisten, lass das mal sein mit dem Gießen. Wobei ich sage, mach das lieber, bevor die Pflanzen vertrocknen. Ja, upsie. Vorführeffekt. Jetzt kommen sie alle auf einmal, aber dann haben wir hoffentlich gleich Ruhe. So, also hier habe ich wirklich so schlangenmäßig da außen rum. Überall, wo Platz war, da was ausgesät. Hier die Tomate könnt ihr unschwer erkennen. Sieht super aus. Paprika, Petersilie. Ich glaube, die anderen Sachen habe ich schon gezeigt. Und zwei Bäume haben sich hier ausgesät. Das ist eine Eiche. Schauen wir mal, wo das hinführt. Aber ich bin froh, dass das jetzt erstmal hier alles gemulcht ist. Jetzt war mir schon lange ein Dorn im Auge. Habe da ein bisschen Beikraut gegeben. Das war aber echt super wenig. Hat sich lange recht frei gehalten hier. War echt super, super wenig. Die Ackerwinde schafft es halt immer wieder. Und Girsch. Ja, so schön sieht es hier aus. Und von nah möchte ich euch das auch nicht vorenthalten. Das spiegelt ein bisschen mein Handy. Ja, Rucola übrigens, nee, Blödsinn, hier haben wir, ich weiß nicht, ob es jetzt scharf geht, kann ich gerade nicht sehen, aber dieses Pflänzchen hier, das da, das ist ein Radieschen. Scheiße, oh Mann, Mist, ins Wasser gefallen, abgefallen, wo muss das denn jetzt sein? Mitten im Dreh. Wie mache ich das denn jetzt sauber? Mein T-Shirt. Geht nicht anders.
Oh Mann, so kann es gehen. Da ist mir dann die Kamera abgehauen und voll das Ganze nass gefallen. Aber ich hoffe, das geht jetzt. Die Linse ist einigermaßen sauber, muss ich gleich noch mal hinterher polieren. Also da ist ein Schmierfilm drauf. Ich mache jetzt aber weiter, weil es geht hier um meinen Flow. Und ein bisschen möchte ich euch jetzt zeigen. Ich habe jetzt, glaube ich, die wichtigsten Sachen gegossen. Gab es noch irgendwo was? Habe ich noch irgendwo was rein? Nee. Habe jetzt die Stangenbohnen und die Erbsen waren nass. So, und zum Gießen verwendet man am besten, na, bist du jetzt zu sehen? Nö. Vorführeffekt. Soll heute nicht sein. Irgendwann kriegen wir das noch hin. Ja. So, gießen muss ich jetzt erstmal nicht mehr ganz so. Ich werde nachher nochmal nach dem Video bisher noch gießen, aber das waren jetzt die wichtigsten, falls ich da nicht so hinterherkomme. Die Sonne brütet nämlich jetzt schon ganz gut. Oh, der Klee wird schön besucht von den Wildbienen. So, das hat hier sein Plätzchen. Bevor mir hier die Hose runterrutscht, nochmal richten. Hier habe ich noch was ausgesät, ist unspektakulär, muss ich euch nicht zeigen. Erde. Und der Kletterspinat da drin, ein Spinat, den ich euch empfehlen kann, jeglicher Hinsicht. Wo seid ihr denn? Da seid ihr. Denn selbst die Blätter nachher sind super gut dafür einsetzbar, wenn ihr zum Beispiel unterwegs geht. Erstens könnt ihr die essen, zweitens könnt ihr da was einwickeln, so ähnlich wie Bananenblätter. Und die Blätter können echt groß werden. Also hätte ich nicht gedacht. Vielleicht kriegen wir ja bald wieder neue Satellitenaufnahmen. Ich hätte gerne mal ein neues Bild von meinem Garten. Das alte ist ein bisschen verwaschen, aber trotzdem interessant. Ja, wo machen wir denn weiter? Als ich hier im Garten gekrochen bin, kam ich an dem Beet da vorne nicht vorbei. Und das ist zeigenswert. So ein schönes Fleckchen. Vor allen Dingen, ich habe überall verteilt so Nachtkerzen und die machen halt die Blüten auf, das sagt der Name ja schon. Letztendlich im Schatten geht das schon los, durfte ich beobachten. Und ja, heute Morgen ist ein bisschen was auf, aber es geht schon wieder zu. Ich durfte da vorne schon meinen Rüssel reinhängen. Ich muss das nochmal machen, das war so schön. Wow. Das brauche ich jetzt. Was für eine Freude. Hier kommt die Vielfalt durch. Es war ja ein bisschen langweilig. In Anführungsstrichen. Noch sehr grün. Ich habe es genossen und ich wusste, irgendwann geht's los. Und es geht los. Die Vielfalt steckt langsam ihr Köpfchen raus. Also wenn ihr glaubt, ihr habt bei mir schon Vielfalt gesehen, Pustekuchen, da kommt jetzt alles erst. Ja, die Nachtkerze. Da habe ich ein paar Exemplare hier. Große Blüten, kleine Blüten. Dann habe ich noch die Königskerze. Die ist da hinter euch links. Schaut mir gerade zu. Das ist die einzige hier im Garten, soweit ich gesehen habe. Aber über 2 Meter groß, da kommen wir noch hin. Aber hier vorne gibt es ja noch mal ein paar Sachen zu bestaunen. Die zeige ich euch jetzt erstmal. Das ist jetzt so ein bisschen mein Ausblick. Und ja, die Nachtkerze, wo ich gerade meinen Rüssel reingehalten habe. Aber hier gibt es ja noch viel mehr zu bestaunen. Guck mal hin, was hier alles wächst. Ich meine, überall so verschiedene Farbtupferl. Ein bisschen was kann ich noch benennen. Ich habe nicht mehr alle Pflanzen parat. Ihr kennt ja da gesundheitlich, was ich da erlebt habe. Aber ich habe schon sehr viel zurückgewinnen dürfen. Und ich hoffe, dass mich jetzt mein Gedächtnis nicht im Stich lässt und ich hier so ein bisschen durchgehen kann. Und dafür stehe ich gleich auf, denn im Sitzen ist es ein bisschen schwierig. Jetzt müssen wir ein bisschen von oben gucken wieder. Das hier ist Phacelia. Sieht im offenen Modus dann so aus. Wunderschön, diese Pflanze. Nach wie vor, jedes Jahr. Augenschmaus. Und da sind lauter andere Pflanzen zwischen. Das weiß ich nicht, was das ist. Hier haben wir einen Goldmohn, der zweite, der rausguckt. Hier dachte ich kurz an Kornblumen, aber das ist eine andere. Jetzt haut die Stimme ab, was ist denn los? Und oh, hier eine große Phacelia. Hier haben wir Borage. Das hier ist sehr ähnlich der Pflanze dort drüben. Ich weiß aber nicht, ob es die gleiche ist.
sehr, sehr ähnlich. Und ja, gestern hat jemand gesagt, Leinkraut könnte das hier sein. Und dann habe ich da noch mehr. Also ihr könnt mir fleißig helfen. Ich bin unfassbar dankbar. Oh, ich habe was Neues entdeckt. Oh, wie schön. Da gehen wir mal näher ran. Also erstmal die habe ich gestern schon entdeckt. Ich weiß aber nicht, was das ist. Aber was kommt da unten denn? Was ist das denn? Da drücke ich mal ein bisschen zur Seite. Was haben wir da? Kann das jemand erkennen? Soweit ich das sehe, Premiere in meinem Garten. Ja, was versteckt sich hier noch? Ein paar Sachen kann ich noch benennen. Da haben wir hier unten Ringelblumen, die machen sich langsam breit. Da unten ist noch die ständig abgefressene Sonnenblume. Also die Schnecken lieben sie, die mögen sich. Und dann haben wir hier, was wächst hier denn? Ich glaube, das war auch mal eine Sonnenblume, oder? Kann ich nicht. Oder war das ein Topinambur? Nee, es sieht anders aus. Kann ich jetzt gerade nicht mit den angefressenen Blättern erkennen. Ja, aber was ich euch zeigen wollte, ist da unten eine Kapuzinerkresse. Die ist angewachsen, gibt es überall im Garten ein bisschen was. Ja, so langsam kratzt das an meinen Nerven. Das Handy ist schon wieder runtergeflogen. Jetzt haut auch noch meine Stimme ab. Bin bisschen angenervt. Ja. Ja, ich sage ja, bei mir schwankt das. Ich habe stark zu kämpfen. Und weiß ja auch nicht, wie es weitergeht bei mir. Und das macht mir schwer zu schaffen. Ich kann es halt nicht verstecken. Gehört zu mir. Und ja, jetzt habe ich gerade so einen kleinen. Ich komme da gleich wieder raus. Mein Körper mag auch nicht, da ist noch mehr zu sehen. Aber das habt ihr vielleicht selber schon entdeckt. Wo wollen wir denn weitermachen, ihr Lieben? Wo macht das Sinn? Ich würde sagen, da macht das Sinn. Denn ich schwitze mir hier einen ab. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen zu warm mit T-Shirt. Normal laufe ich hier dann schon ohne rum. Oh. Ah, weißt du was? Wenn ich hier schon mal stehe, hier so, kann ich ja was machen, was mir jetzt gerade nicht so viel Kraft kostet. Das Beet freut sich über Wasser. Gestern schon nichts gekriegt. Ein bisschen muss man. Also viele verwöhnen ihre Pflanzen, bloß nie austrocknen, bloß nie. Die dürfen das auch mal ein bisschen trockener haben, solange sie die Erde nicht bis unten durchtrocknen. Da muss man natürlich dann aufpassen. Aber wenn ich ihnen jetzt ständig Wasser geben würde, gerade so bei Kohlrabi, der freut sich. Aber wenn man das dann nicht schafft, dann geht es in die holzige Richtung, weil das einfach alles nicht mehr hinterherkommt. Und das betrifft hier einfach alles. Ja. So. Und wenn ich dann gieße, darf das weiter volllaufen. Ich laufe so ein bisschen komisch, weil ich hier links mein Tonbandgerät habe. Und durch die falsche Bewegung ich auf den Ausknopf komme. Dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber hier sieht das soweit gut aus. Zwiebeln, alles sieht super aus. Das zeige ich euch gleich alles im Detail. Auch bei den Tomaten hängt schon einiges rum. Und alles andere auch. Also ob ich da nun Pflanzen habe oder nicht, mein ganzer Boden freut sich über Feuchte. Deswegen hier, das waren ja zwei, glaube ich. Geht voll klar. Kiobeet, hammergeil. Und guckt euch das an. Das waren nur ein paar Möhrchen. Alles, was hier weiß, ich zeige euch das gleich alles. Vielleicht ist das jetzt auch als nächstes dran. Aber ich werde jetzt hier nochmal auffüllen. So, und dann kann ich mit euch weiterlaufen. Schauen wir uns das Kiobeet an. In seiner Pracht. Also schaut euch das an. Das waren nur ein paar Möhrchen. Hallo. Guck mal, was da blüht. Ich weiß nicht, ob da gleich noch viel los ist. Ich gehe da gleich noch mal rauf. Schaut euch das mal an. Diese paar Möhrchen. Was die... Ja, ich zeige es euch gleich vom Nahen. Die Sonnenblume hat sich hier breit gemacht. Die lasse ich auch da. Ich liebe das einfach. Sonnenblumen ist mein Ding. Ja, hier vorne die Nachtkerzen. Da unten hat sich auch noch eine breit gemacht. Ansonsten hier vorne noch die Kronlichtnelke, bevor ich ins Beet reingehe. Und hier Liebstöcke geht ins Blühen. Hat sich rausgestellt, es gibt da Tiere,
Die nutzen genau diesen Bereich für Liebesnest. Ich habe es oft genug gezeigt und werde es wieder zeigen, wenn es soweit ist. Und ja, gehen wir mal ins Beet rein. Hier, Mangold, gut durchgekommen. Salat, ja, wächst wieder nach, wurde weggefuttert. Dann habe ich, das darf ich auch bei Schnecken beobachten, auch für euch da draußen sehr interessant, die lassen Pflanzen stehen. Andere weggeknabbert, diese lassen sie stehen. Tomate. Da darf ich dann noch irgendwann mal nachsteuern. Da vorne ist Fenchel. Ach, gehe ich da mal rüber. Von hier lässt sich das ein bisschen besser sehen. Da steht noch der Fenchel. Dahinter Rucola. Zwiebeln. Ich habe weiße Zwiebeln, Stuttgarter Riesen und ja, rote Zwiebeln. Das ist auch schon das hier aus dieser Ecke gewesen. Da vorne ist noch ein Kohl. Ach so, ich habe noch was vergessen. Oh. Hier vorne macht sich die Physalis breit. Also eine kommt auf jeden Fall durch. Ich weiß nicht, wo die anderen stecken. Ich glaube, die haben es nicht geschafft. Ja, und hier vorne Rucola. Auch hier diese Blüten mit dran. Da habe ich noch einen Kohl rein, einen Azurstar-Kohlrabi. Da haben wir nochmal Fenchel. Ja, und dieses Gedicht hier an, ach, Ameisen sind zu Gang, Bienen sind zu Gang. Möhrchen in der Blüte, es war noch nicht so stark wie dieses Jahr. Letztes Jahr, glaube ich, durfte ich das erste Mal beobachten. Auf jeden Fall feststellen. Und das kommt immer mehr. Guckt euch das an. Die sind alle noch gar nicht offen. Und das waren nur ein paar. Die machen sich so breit. Also daher mein Tipp, es lohnt sich auf jeden Fall, die im nächsten Jahr noch stehen zu lassen, damit es eine Blühwiese gibt. Ja, richtig schön. Und dann gehen wir hier nochmal rüber, jetzt zu die andere Seite. Achso, meine Zucchini-Pflanze, wie sieht die denn eigentlich aus? Ach ja, meine Zucchini-Pflanze hier noch, gut angenagt. Ja, Zwiebeln, Erdbeeren zwischen, ich hatte nur keine. Also drei hatte ich insgesamt dieses Jahr, haben sie mir übrig gelassen. Ist aber okay, ihr kennt ja meine Einstellung. Die andere Zucchini sieht super aus, super. Die haben sie in Ruhe gelassen. Zwiebeln, hier lagen auch die ganzen Möhrchen drüber, die habe ich dahinter wieder eingeklemmt und ein paar Stöckchen rein. Und dann haben wir hier, ach so, um die Erdbeeren habe ich alles Knoblauch, ne? Also hier Knoblauch, ich habe den Platz genutzt. Schützt die Erdbeeren übrigens keinen Meter, ne? Also wer euch das in Videos erzählt, Knoblauch schützt die Erdbeeren vor Fressfeinden, könnt ihr vergessen. Der haut nicht hin. So, und hier haben wir eine Tomate, die ich wohl wieder ausgeizen darf, wie ich sehe. Wow, was ist hier denn passiert? Wann habe ich das denn verpasst? Krass, okay. Das ist echt an mir vorbeigegangen. Wie kann das denn passieren? Die hat ja einen richtigen Schub gekriegt. Ich habe den ein bisschen frei gemacht. Also, da war ja alles voll mit den Möhrchen. Aber jetzt? Krass, richtigen Schub. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ich war hier doch erst bei. Ist gar nicht so lange her. So, ich möchte euch jetzt die Tomaten da unten nicht vorenthalten. Ich weiß nicht mehr, was ich hier vor mir habe. Was steht da unten? Da ist ja noch was. Rot. Nee, das ist verkehrt. Ach, Flaschentomate. Eine Flaschentomate. Kommt hier. Da hängen sie. Genau. Und dann noch hier mal durch. Dann sind wir durch mit dem Beet. Ein Salat hat es überstanden. Wächst. Das sind Tomatenpflänzchen hier. Jo. Kompostbereich in der Mitte. Da gibt es noch ein paar Pflänzchen wie die Ackerwinde. Also hier ist noch so ein Bereich, wo ich bei möchte. Und da hinten unten inzwischen auch, weil die Ackerwinde da überall mit drin ist und echt die Pflanzen runterzieht. Ne? Also die sind echt übel, zieht alle Pflanzen runter. Wird ein strammes Geschichtchen. Ja, also jetzt sind wir hier durch. Das war das Kiholbeet. Und das Beet lasse ich erstmal aus, wobei ihr schon einen schönen Teil sehen könnt. Die Erbsen, richtig toll. Da kommen wir aber gleich überall noch hin, denke ich. Es wird heute mal ein richtig langer Gartenrundgang. Ich lasse mich zeitlich nicht begrenzen. Es dauert so lange, wie es dauert. Und ja, es gibt noch genug zu sehen. Also, hier hängen schon die ersten Tomatengeschichtchen oben über den Stock rüber. Mein Dach hat es ja irgendwann mal zerrissen. Da hatte ich leider schlechte Qualität mir zugelegt, die nur ein paar Wochen gehalten hat. Mal gucken, wie es da weitergeht. Deswegen durchaus ist die Gefahr, dass hier auch mal was runterfallen kann. Das hatte ich letztes Jahr auch. Ja, genau. Was habe ich hier getrieben? Jetzt einmal einen Überblick direkt von meinem Blickwinkel aus. Also, eine Tomatenpflanze, Tomate, sind 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tomatenpflänzchen drin. Und zwischendrin überall Kapuzinerkresse. Ich habe locker schon 100 Pflanzen hier rausgeholt, die groß waren. Jetzt haben die Tomaten Platz gekriegt, Licht und vor allen Dingen zieht dann auch dementsprechend der Wind durch, dass es hier nicht zu feucht bleibt. Ich habe angefangen zu mulchen. Auch wieder Leben bringt Leben.
Aber was die Tomatenpflanzen jetzt schon hergeben, ist schon Augenschmaus. Es lässt hoffen, was da so an Blüten dran hängt. Also überall was dran. Erste Tomaten hatte ich auch gesehen. Die haben wir da. Und auch da vorne an den anderen Pflanzen. Wow, schau mal, was haben wir denn da? Das ist einmal, übrigens hier sind Tomatensorten drin von der lieben Anja, falls ihr ihren Kanal kennt. Ich weiß gar nicht, wie der aktuell heißt. Anjas Gartenreich oder so. Hier sind Pflanzen von der lieben Anja zwischen quasi Brett's Atomic, keine Ahnung, was es ist. Ja, aber da kommt was. Und da hängen auch noch wieder Tomaten. Also es lässt hoffen dieses Jahr, dass genug Tomaten wieder rumkommen. Wobei ich auch in den Schlechtwetterjahren jedes Mal Tomaten hatte. Und dieses Jahr schaffe ich das auch, mich mehr um die Pflänzchen zu kümmern. Daher ist da mehr Hoffnung. Was haben wir denn hier? Himbeere. Das war vielleicht die perfekte Überleitung. Es sind zwar nicht die Riesenhimbeeren, aber hier hängt einiges voll. Aber der Busch kommt hier rüber. Also da soll noch was passieren. Entweder baue ich hier was hoch, dass das so ein bisschen abgrenzt. Oh, das ist vielleicht die Idee. Da muss ich die Pflanze nicht beschneiden. Es hängt auf jeden Fall alles voll. Es ist überall so ein bisschen was. Und genug noch, ja, im Prozess. Übrigens, die Blätter könnt ihr vor der Hand, die kleinen. Lohnenswert. Dann habe ich mir mal den Kopf gestoßen. Hier die Erbsen. Ja, riesig. Also hier, Leute, guck mal, wie groß sie sind. Ich bin 2 Meter Hühne. Hammer, oder? Was geht hier ab? Dieses Jahr ist das echt heftig. Ein Strauch, ein Erbsenstrauch, kann man sagen. Und jede Blüte hat nachher dann seine Erbsen, wenn da geholfen wird. Ja, hier darf ich immer noch bei. Wobei Kapuzinerkresse macht sich breit. Himbeeren haben ihren Platz, wie gesagt. Und hier kommen auch so langsam die Stangenbohnen durch. Das sind jene Pflänzchen da unten, die Blätter. Muss ich nicht näher rangehen, wenn die da mal größer sind und es geschafft haben, dann zeige ich euch das. Jo. Oh, die Sonnenblume kämpft sich durch. So langsam wird's. Das ist schon weit geschafft. Hat er echt ordentlich Konkurrenz hier. Ja, hier haben wir dann die nächsten Nachtkerzen. Und wie ihr sehen könnt, ein ganz anderes Exemplar als das, was ich euch zuerst gezeigt habe. Dann im Blühwiesenbeet. Anders als die ich euch gezeigt habe mit den großen Blüten. Die ist hier so ein bisschen breitwürfig. Ich habe hier schon richtig was weggeschnitten, weil hier kam es nirgends mehr durch. Ja, also da muss man irgendwo sich die Grenzen stecken, sagen, hier geht es nicht weiter. Übrigens am Rand noch eine rote Gartenmelde. Eignet sich super zum Salat. Ja, den Weg habe ich hier ein bisschen frei gemacht oder angefangen. Geht noch weiter irgendwann. Und dann kommen wir auch schon zur Blühwiese. Die Blühwiese, na, könntest du doch noch eine Königskerze werden? Oder warst du ein Fingerhut? Ich bin mir unschlüssig bei dieser Pflanze, da kommt einfach nichts. Aber, naja, manche kommen auch erst im zweiten Jahr. Da unten versteckt sich noch eine Kronenlichtnelke, das ist die mit den lila Blüten, da kommen wir gleich hin. Hier Nachtkerzen. Sieht sehr ähnlich der Möhre. Weiß nicht, vielleicht ist das eine wilde Möhre vielleicht sogar. Weiß ich nicht, kann ich von hier nicht erkennen. Das ist die Kronlichtnelke, die sich hier versteckt. Beinwell. Genau. Da ist eine wilde. Ne, Blödsinn, noch eine Königskerze. Genial. Aber da ist die wilde Karde. Und die wird hier oben in die Blüte gehen. Das kann man so jetzt gar nicht sehen. Ich muss für euch mal näher rangehen. Die kennt ihr aus meinen letzten Jahren auch. War immer mal dabei. Genau. Und sind wir hier schon fast durch. Da vorne wächst eine Wicke. Auch hier noch nichts zu sehen, so sieht das vorher aus. Diese Wilde direkt jetzt vor der Nase. Wird dann nachher so eine Art aussehen. Borage, auch immer super spannend. Ja. Ja, jetzt haben wir doch schon ganz viel gesehen. Aber das Eckchen will ich diesmal nicht vergessen. Vor allen Dingen, was ihr sehen könnt, hier am Gartenzaun die Wicke. Ich packe die immer so durch den Zaun, das soll hier hochwachsen. Ey, wir haben noch Juni. Und das Ding hat noch Potenzial. Ich versuche da auch immer Wasser rankommen zu lassen. Und ja, so schön. So groß war die Wicke noch nicht bisher. Und was da an Blüten dran hängt, ist ja willkommen. Hier vorne sind so die Pflanzen von dort als Mulchmaterial hingekommen. Die blühen hier auch. Kapuzinerkresse, verschiedenste Blüten. Lemon Queen, hier ist der alte Platz, sind noch ein paar alte Triebe. Und ja, hier ist sie hingekommen von dort nach dort. Der Platz ist doch viel schöner, oder was meint ihr? Richtig schön. Somit ist die Ecke fertig, Spielraum für Tiere, ich lasse das so unberührt, wie es nur geht.
Ab und zu natürlich Gras am Rand weg, weil das überhand nimmt. Wege sollen frei bleiben bei uns. Wirklich schon so. Na gut, jetzt laufe ich im Uhrzeigersinn. Jetzt laufe ich aber dran vorbei. Hier hinten können wir auch mal hin. Mein Sonnenplätzchen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Einer meiner Lieblingsplätze. Definitiv auch Rückzugsort, Meditationsort. Oh, meine Hose rutscht. Geht das Tonbandgerät noch? Das ist so oft zu Hause. Dann ping, aus. Nee, es läuft noch. Ui, und ganz schön lange. Aber ich wollte mich freimachen von der Zeit. Das ziehe ich auch weiter durch. Bin ja schon recht weit gekommen. Also hier ist so mein Plätzchen, wo ich mich gerne niederlasse. Durchatme, meditiere. Ja, und versuche mich in Demut und Dankbarkeit wiederzufinden. Auch mein Herz wieder an den rechten Fleck zu bringen. Jetzt steht die Sonne da. Sie geht dann darum. Und ja, somit könnt ihr erkennen, früh morgens, jetzt knallt die Sonne schon, hier ist es richtig warm. Hier hat sich schon viel Wärme gespeichert im Holz. Wie gesagt, ich bin normal auch ohne T-Shirt hier unterwegs, sobald das geht. Und das wäre jetzt der Fall. Hier vorne ist einiges passiert, ihr könnt kein Lila mehr sehen. Verschiedenste Violetttöne der Lupine, das sieht mittlerweile anders aus. Es macht schon was her für das Auge. Ich habe lieber so einen Fernseher vor Augen, als irgendwie so einen eckigen Kasten, durch den Strom fließt. Da ist schon der Witz. Ihr wisst, wie ich das meine. Ja, das ist mein Ausblick. Und ich bin gespannt, wenn das hier richtig abgeht, denn die Goldrute hat noch nicht gezündet, dann wird es hier richtig gelb. Also definitiv hier mein Sonnenplätzchen, gelb in gelb in gelb. Richtig schön. Oh, da knurrt mein Magen. Auf jeden Fall wird es halt wieder was zu trinken. Ihr könnt das sehen. Öl. Es ist so warm. Es ist so warm. Ja, aber so ist das. Ja, aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich mache jetzt weiter. Hier vorne gehe ich nochmal nah ran, damit ihr mir vielleicht helfen könnt, zu sagen, welche Pflanzen das hier sind am Hummelbummelplatz. Vielen Dank nochmal an Ari Rakete. Das hat echt einen richtig guten Platz gefunden. Und ich habe mittlerweile auch die roten Eier abgemacht, so geht das voll klar. War wohl irgendwie ein Zeichen. Und das sind die Blumen, von denen ich geredet habe. Was ist das? Was haben wir hier? Aber lasst euch gesagt sein, ich habe ein bisschen Filter drin. Lebhaft Filter, der Ton ist nicht ganz genau. Vielleicht hilft euch die Nahaufnahme nochmal. Das soll es dann auch sein hier vorne. Ja, ein schönes Plätzchen. Richtig, richtig schön. Und hier die Goldrute. Guckt, wie weit sie ist. Es dauert nicht mehr lange, bis hier das Blühfest beginnt und hier alles voll Tiere ist. Und wenn ich dann da sitze mit den ganzen Frequenzen und Schwingungen, da kann es einem nur noch gut gehen. Das wird mein Hauptplatz sein, an dem ich mich aufhalte, sobald es von den Temperaturen passt. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, Überdachung, aber es geht gar nicht. Nee, das bleibt frei. So, was haben wir hier vorne? Tomatenpflanzen, Rucola und Kohl. Ja, eingebettet in Schafswolle als Mulch, was auch übrigens an dieser Stelle sei gesagt, super viele Inhaltsstoffe habt, was eurem Boden gut tut, Beikraut unterdrückt und die Pflanzen gleich mitdüngt. Genau, das ist auch, geht einiges. Also wenn ihr die Schafswolle auf Quecke liegen habt, Quecke hat keine Chance mehr. Keine Chance. Quecke, das ist der Endgegner für Quecke, Schafswolle. Genau. So, hier haben wir eine echt große Pflanze, auch hier schon an dem System dran. Dann wieder weggeknabberter Kohl. Okay, 2 Tage drin gewesen. Hier hängen Tomaten. Da haben sie mir oben die Spitze weggeknabbert, die Schnecken. Mal gucken, wie weit das noch geht, ob die durchkommen. Ob da nochmal Geiztriebe sich breit machen, die dann den Hauptstamm ersetzen. Hier sind wir durch. Einzelheiten von wegen Mauerechsen, Schlange und so. Müsst ihr euch schon vermittelt haben. Ah, schön, was hier so an Tieren einzieht. Genau. Sind wir durch da? Jetzt können wir ein bisschen mehr sehen. Ach, hier habe ich getüftelt, bisschen Deko ran. Alles stabiler, das ist meine Ablagefläche, wenn ich hier chill. Ich muss ja irgendwo meine Sachen lassen. Da mag ich das lieber, wenn es aufgeräumt ist und man da nicht irgendwie alles hat, was auf einen was runterfällt oder man sucht oder so. Ich brauche ein bisschen Struktur. Das hilft mir auf jeden Fall. Und dieser Platz hier, der hat sich richtig bewährt gemacht. Oh, ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Das hat mir in wichtigen Phasen schon geholfen. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen zu warm für die Tageszeit. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem prachtvollen ehemaligen Kartoffelacker. Ja, wo fange ich denn an? Ich
weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Bei diesem Erbsenstrauch. Erbsen! Ich liebe Erbsen. Die Sicht von oben, echt alles voll mit Blüten. Aber ich will einmal rumgehen. Die Sonnenblumen machen sich breit. Das gehört hier mit zu meinem Hängemattenplätzchen. Ich wollte das ein bisschen schön haben. Hab da noch welche eingepflanzt. Da vorne kommt noch eine durch und da ist noch eine kleine. Die werden das noch schaffen mit der Zeit. Und die Kartoffeln habe ich gestern quasi angehäufelt. Ich habe überall eine ordentliche Schicht, ja, kompostierte Erde noch mit dazu gegeben. Der eine oder andere will schon anfangen zu vertrocknen, habe ich gesehen. Aber ich gebe dem jetzt nochmal nach und habe da ein bisschen noch was rangemacht. Und ja, so aus Erfahrung weiß ich, dass das sehr gut geht, vor allen Dingen mit der Erde, die ich da dran habe. Das ist das, was ihr hier seht. Achso, hier in Kombination mit Kartoffeln geht auch super gut. Hier die Buschbohnen. Hängt da schon was oder so? Ne, es kommt langsam die Blütezeit. Ein Stickstofflieferant für euren Garten. Lohnenswert. Eine ist durchgekommen, ich hatte mehr gesät. Kann sein beim Beikraut jeden, dass ich das vergessen habe und die mit rausgerupft habe, weil ich das nicht erkannt habe. Oh, ihr seht nicht gut aus. Braucht ihr Wasser? Ist wohl ein Zeichen, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, heute habe ich es mit dem Gießen. Gleich mal wieder hier ran. Ihr könnt auch was vertragen, wenn ich schon bei bin. Noch geht das? Ja, heute ist irgendwie Gießtag, habe ich euch auch noch nicht mitgenommen zu. Oh, ein bisschen sieht man das. Ja, hier vorne immer noch die schöne Bahn Erbsen. Hier habe ich noch Sonnenblumen reingebracht, Mais, Kohl, Erbse, nicht Erbse, Bohne. Hier vorne auf der Ecke. Hier haben wir das. Das ist eine Gurke, habe ich Bohne gesagt. Mensch, das war ein langer Weg bis dahin. Liebe Gurke, du hast ein Plätzchen gefunden. Du darfst sein. Hier noch eine Sonnenblume. Die Süßkartoffel sieht so aus. Ich habe keine Ahnung, was man mit der machen soll. Da habe ich, glaube ich, noch eine Sonnenblume drin. Ja, gehen wir mal ins Detail und gucken uns das jetzt an. Hier habe ich noch Saatgut. Einmal Rosenkohl, einmal Grünkohl. Hier diese ganzen kleinen, da sind kleine Kübelchen drin. Darf ich irgendwann noch mal mitnehmen. Hier haben wir, mal abgesehen von den beiden da oben, ein schönes Beet vor uns. Und hier entdecken wir tatsächlich noch eine Physalis. Genau, da ist eine weitere. Ich weiß nicht, wo die Zwiebel da unten geblieben ist. Zwiebeln, Tomatenpflanze. Hier haben wir Zitronenverbene. Da ist noch eine Kartoffel zwischen. Genau, gehen wir hier weiter. Da unten Fenchel, Tomate, Kohl. Wow, der ist größer geworden. Sehr schön. Da haben wir noch Tomate. Ja, und so langsam zerlaufe ich echt. Mann, ist er warm. Na gut. Wollte ich ja so. Ich wollte das ja so. Ja. Hier nochmal ein schöner Blick von hier. Jetzt habe ich den Kopf gestoßen, den Fuß. Heute läuft das nicht so rund bei mir. Mann, tut das weh. Hui, Kreislauf. Na egal. Gut. Geht weiter. Hier sieht es derweil so aus. Erstmal ein Überblick. Darf ich noch Beikraut jäten und mulchen? Steht noch an. Hier die Blühwiese. Den Rest dahinter habe ich euch ja schon gezeigt. Aber einmal ein Helikopterblick für euch nochmal. Habt den Stand der Dinge. Ach doch, hier erwähnenswert.
Ich habe noch Kohlsorten drin. Der Brokkoli kommt. Guck mal. Toll, ne? Geht gut auf. Kohl drin. Hier habe ich noch die dicke Bohne. Also ich habe so viel ausgesät, es ist nur eine durchgekommen, der Rest ist weggefressen. Ist echt die einzige. Ist die einzige. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwo noch eine ist. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Ne, und hier hatte ich so Radieschen noch und Möhrchen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich zwischen ist. Wird sich mit der Zeit zeigen. Ja, genau. Da vorne, da kann ich noch zeigen. Hier, da habe ich die Minze wieder rein, nachdem ich Beikraut gejätet hatte. Aber auch die eine oder andere Sonnenblume hat hier wieder reingefunden. Ich konnte es nicht lassen. Es sind einfach vorne bei dem Beet, wo wir ganz am Anfang bei waren, da ist halt einiges rausgekommen und über gewesen. Hier zwischen ist übrigens auch noch Kamille. Hier. Ich hoffe, dass die sich irgendwie ausbreitet. Wäre cool. Und dann sind wir hier vorne durch, oder? Schauen wir mal rüber. Ein super wichtiges Anliegen, und dann komme ich schon wieder fast zum Gießen. Weil hier vorne ist es alle. Insektentränke nicht vergessen. Denkt an die Insekten, die haben Durst. Packt dem was hin, die freuen sich. Und ich habe mal gesagt, frisches Wasser mögen sie. Ich würde sogar empfehlen, ein bisschen abgestandenes, wo Leben drin ist. Wo. Deswegen, ich ziehe hier vorne auch aus dem Pottich, den ich jetzt nochmal nachfülle. Das Leben raus, anstatt frisches, kaltes Wasser. Lieber ein bisschen was temperaturangepasstes, was die Pflänzchen dann auch mögen. Wo war ich denn gerade stehen geblieben? Irgendwas habe ich gerade vergessen. Wasser, Insektentränke. Genau, so, und da habe ich hier meine Gießkanne für Insektentränken oder für Pflanzen, die ich mal angieße. Dann mache ich hier oben einmal voll. Ihr Lieben, die freuen sich, die Insekten, denkt an sie bitte. Ohne Scheiß, sie brauchen uns. Ups, ein bisschen viel. Ich kann nicht auf die Kamera gucken und einschenken. Und jetzt habe ich noch zwei. Hier ist übrigens Blühstreifen. Genau, den Teil habe ich nicht. Oh, ist das hier eine Stockrose? Könnte sein. Genau. Oh, Schatten. Oh, tut das gut. So. Et voilà. Oh, Kellerassel, kommst du raus? Ja, ne, ihr könnt doch schwimmen. Ja, die sieht nicht gerade panisch aus. Vielleicht trinkt sie auch. Na, kommst du klar? Ja. Ich vertraue darauf, dass die Natur das hinkriegt. Gießkanne zurück. Oh, läuft gleich über. Ich komme genau richtig. Insektentränken, check. Ja, den Rest, den zeige ich euch jetzt nochmal direkt so. Was ich hier so tut, es gibt noch ein paar Sachen zu zeigen. Und zwar organisatorisch, entwicklungsmäßig und wie weit ich derzeit so bin. An Ecken, die ich euch sonst nicht ganz so oft zeige. Hier gibt es ein riesen Sandloch. Hier gehe ich so nach und nach bei, wobei ich den Rand, da lasse ich die Pflanzen wachsen. Und das ist halt so mein Depot für verkompostierte Erde. Alles, was ihr jetzt seht, was rausgekommen ist, ist bei den Kartoffeln gelandet. Hier habe ich ganz viel Aktivkohle noch liegen, die ich mir nach und nach wegholen kann für die Beete. Da steht dann alles noch an, da liegt noch Schafswolle. Es ist jetzt kein schöner Platz, den will ich noch schön machen. Das ist mir auf jeden Fall wichtig, Struktur aufzubauen, weiter dran zu bleiben. Auch wenn es mich immer wieder aus dem Leben reißt, ich gebe nicht auf. So, und hier ist ein bisschen was passiert. Genau, hier habe ich frei gemacht. Erstmal hier so die Ecke, rundherum. Einmal frei, so weit bin ich gekommen, bis da vorne. Hier, da habe ich übrigens auch Lemon Queen eingepflanzt, hier die Ecke. Also hier, ab da wartet Liebe, bis hierhin bin ich gekommen. Und ja, hier hängt alles voll Äpfel. Darf ich mich vielleicht dieses Jahr freuen, wenn das so weitergeht. Genau. Was ein schönes Schattenplätzchen. Und das soll wohl auch so sein. Ja, wenn ich schon gezeigt, hier ein wunderschöner Deko-Artikel hat mir jemand hingestellt. Ich habe es probiert. Ich bin erfahren, was diese Handrasenmäher angeht. Und das Ding ist einfach praxisfremd, eignet sich nur noch als Deko, funktioniert bestimmt. Aber was da an Kraftaufwand aufwendig ist, um das Ding zu schieben. Ich meine, wenn es mir schon zu schwer ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da anders wer mit glücklich wird. Vielleicht stand das deswegen auch bei mir beim Foodtrailing stand. Hier vorne habe ich für die Vögel hingestellt, dass sie baden können. Ich weiß nicht, ob die vielleicht frisches Wasser benötigen. Hat da jemand Ahnung, was wie Vogelplätzchen so, was mögen die? Ein bisschen die Blätter rausholen. Obwohl, vielleicht mögen die das. Genau, so.
Apfelbaum. Hier habe ich Kapuzinerkresse hin, die kommen so langsam. Außenküche von der anderen Seite sind wir jetzt. Da ist die Weidenhöhle, der Weidentempel. Genau. Das Ding hat ausgedient. Wisst ihr Bescheid? Zu lang im Regen, zu lang. Konnte ich mich nicht drum kümmern, um das auch lange zu erhalten. Ja, man muss sich um die Sachen auch kümmern, die man baut. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich wurde zu oft rausgerissen. Somit ist jetzt nach über 6 Jahren das Ding durch. Aber alles, was ihr seht, ist weiterverwendbar. Das heißt, ich werde es auseinanderschrauben und dann kommt hier was anderes hin, irgendeine Bank. Genau. Hier vorne das Streu, was ihr gesehen habt, an dieser Stelle vielen Dank, aber da habe ich mich persönlich schon bedankt. Aber irgendwie sind die Wege trotzdem auseinandergegangen, ich habe das nicht verstanden. Und ja, werde jetzt hier auch keinen Namen nennen. Ich wurde auch aufgefordert, keine Namen zu nennen. Ja, hier hinten mal so der Blick von hier, an der Seite von der Weidenhöhle. Das ist so der Bereich, hier wurde alles weggeknabbert, die Physalis hat nicht überlebt. Aber dafür ein paar andere Sachen. Ja, und hier hinten, bis hier so bin ich gekommen. Ich habe euch ja schon ein bisschen was gezeigt. Außenküche, alles ist im Prozess. Ich lasse mich dieses Jahr nicht mehr abhalten, hier meine Sachen zu Ende zu bringen. Kämpfe dafür, dass ich das durchziehe. Das ist kein leichter Kampf, aber naja, es geht, wie ihr sehen könnt, mit einem Biss. Ich kann auch ganz oft hier nur mit Kopfhörer sein im Schrebergartenverein, weil ihr wisst, wie laut die Welt ist. Ich bin Sensibelchen und ja, ich brauche meine Ruhe, muss ich mir holen. All jenen, den ich da kommuniziert habe, ich will Ruhe haben oder wie auch immer ich da kommuniziert habe, da kam ich nicht weiter. Hier vorne, hier war ein Riesenhaufen mit morschem Holz. Das ist so der Teil, der übrig ist, wo ich mich ein bisschen durchacker. Das ging nicht kaputt oder hat irgendwelche schönen Teile noch. Das ist nach dem Prinzip Leben bringt Leben in die Beete gewandert. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwie so ein kleines Stück finde. Ach, ihr wisst, wie morsches Holz ist. Das ist Leben fürs Beet. Das ist gut, hält feucht. Baut Humus auf. Wenn ihr Pilze seht, habt keine Angst. Das ist nicht so ein Drama, wie ihr alle denkt. Ich hatte das auch ganz am Anfang mal und frag mich jetzt, ey, was war mit mir denn los? Ja? Also da kann man sich ja überall drum kümmern, wenn man nicht möchte, dass sie sich ausbreiten. Dann zupft man die halt weg, fertig. Und packt die woanders hin oder entsorgt die oder lässt sie verkompostieren. Was weiß ich, was ihr damit vorhabt. Macht, was ihr wollt. Ich habe da keine negativen Erfahrungen. Ich kann es nur empfehlen. Packt auch Laub rein. Packt auch, je nachdem, damit Laub unterdrückt man sehr viel. Wenn ihr, es gibt Sachen, die mögen das natürlich nicht, aber für einen Humusaufbau, ich habe das in vielen Beeten gemacht, habe ich sehr positive Erfahrungen gemacht. Leben bringt Leben, ich bleib dabei. Ja, und jetzt hier nochmal der Blick in die schattige Höhle. Das hat sich gelohnt. Das sind mal kleine Äste, die ich in den Boden gesteckt habe und guck, was da draus geworden ist. Ja, hier die Tomatenpflänzchen, auch nochmal zeigenswert. Die kommen auch langsam. Habe ich auch schon hier fest. Ja, also wer das noch nicht kennt, ich habe da auch mal eine eigene Folge zu gemacht und das erklärt. Wenn ich dran denke, habe ich euch das jetzt verlinkt. Genau. Und positive Nachrichten. Hier war alles voll Topinambur und es gab tatsächlich nur eine Pflanze dieses Jahr. Alles andere habe ich wohl rausgeholt. Beziehungsweise habe dann auch an der Sonne nicht überlebt. Ich habe dieses Beet lange nicht gegossen. Was aber nicht heißt, dass da nochmal was kommen kann. Die sind ziemlich hartnäckig, die Pflänzchen. Aber es gibt Hoffnung. Hier ist noch nichts drin. Ich habe an Kapuzinerkresse gedacht, ob ich das da irgendwie mache. Mal schauen, ob da noch was reinfindet. Ich sehe, ich darf überall noch mal ein bisschen gießen. Hier vorne habe ich auch noch einen Insektenkränkel, aber da ist noch Wasser drin, sehe ich. Das ist hier so mein Gabentisch oder wenn ich Sachen aussähe. Hier, das ist noch Weißdorn, weil ich am Gartenzaun schneiden musste. Lässt sich bestimmt noch zum Tee verarbeiten oder so. Hier die Blätter, ich habe da keine Ahnung von. Aber meistens ist es so bei den guten Sachen und ich habe die Blätter auch schon genascht. Gut fürs Herz soll der Weißdorn sein. Aber wie ihr das konsumiert zu euch nimmt, müsst ihr selber gucken. Ja. Das sind so meine Sachen hier. Hier kommen dann nachher auch die, also wenn ich Ernte habe, das kommt hier zum Beispiel hin. Oder Pflänzchen für zu Hause. Ihr habt das in der Vergangenheit gesehen. Hier habe ich ein bisschen frei gemacht. Ja, und das war das größtenteils auch schon. Bis da vorne, ab da ist Baustelle, um den Bunker rum. Dahinter habe ich noch ordentlich was vor. Das werde ich aber euch nicht zeigen. Da hinten ist dieses Jahr kaum Liebe reingeflossen. Der hintere Bereich ist für mich gerade nicht so schön. Tatsächlich nicht. Und es liegt auch in meinem eigenen Interesse, das dann nachher schier zu haben. Hängt davon ab, wie mein Leben weitergeht. Ist ja irgendwie ziemlich wackelig. Also für alle, die das nicht mitgekriegt haben. Ich bin zum dritten Mal von Obdachlosigkeit betreut. Und habe auch
so weit meine Grenzen erreicht, nicht mehr Briefe zu öffnen zu können, mit dem Amt gar nicht. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Es ist da Riesenstunk in der Luft. Man will mir auch nicht weiterhelfen. Behindertengerecht mir Optionen aufzuzeigen. Nichts passiert. 0,0. Und ja, jetzt zum Schluss durfte ich auch noch feststellen, da hat sich jemand in Urlaub verdrückt und kümmert sich nicht. Also es ist scheißegal. Und somit, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe jetzt noch morgen den Tag und den heutigen Tag. Mir wird kotzübel, wenn ich dran denke. Mir wird so schlecht gerade. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Ich bete jeden Tag zum lieben Gott, dass er mich hier rausholt. Bitte hol mich hier raus. Ich kann dieses Leid verkrafte ich nicht mehr. Entweder ein schöneres Morgen, ratzfatz, echt, helf mir. Aber das da überlebe ich nicht. Ich muss auf die Straße mit dem Amt, ich kann das nicht mehr. Das macht mich fertig, das macht mich kaputt. Und die andere Seite ist auch nicht bemüht, mir als Schwerbehinderten dementsprechend adäquat Optionen aufzuzeigen für Schwerbehinderung, wie bei mir, wie man da vorangehen kann. Es interessiert sie nicht. Ich werde ignoriert, ich werde ignoriert, ich werde ignoriert. Und ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Daher meine Schwankung. Ihr merkt das gerade, ich bin geladen. Ich muss mich zusammenreißen. Heute ist Donnerstag. Ja, so sieht's aus. Bunker habe ich aufgeräumt, habe ich erzählt, ne? Also alle Skier da drin, fast alle Skier. Nur ein bisschen hier Anpflanzzeug, ein bisschen sortieren, aussortieren und mal sauber machen. Ja, und das war's von mir. Ich setze mich jetzt hin, mache eine kurze Pause. Ich muss sitzen, ich kann nicht mehr. Und dann, ja, werde ich gleich irgendwie losdüdeln und versuchen, noch was zu essen zu organisieren. Hört sich komisch an, wenn man im Garten ist, aber ich habe Radieschen nicht durchgekriegt, ich habe Möhrchen nicht durchgekriegt. Ich kann hier und da mal was naschen, das mache ich auch. Aber ich brauche was Ordentliches jetzt. Ich wünschte, ich könnte nur positiv sein, aber ihr könnt euch dran gewöhnen, dass ich auf meinem Kanal mich sicherlich nicht unterdrücken lasse, was meine Behinderung angeht, da wo ich schwer behindert werde. Und das ist ein Teil von mir, lebt damit. Jeder, der Probleme hat, soll bitte von meinem Kanal abdampfen. Jeder, der da irgendwie, ja, ich darf bis heute echt seelenzerreißende Kommentare lesen und dem möchte ich nicht mehr Raum geben als das jetzt. Ich bin vielmehr dankbar für all die positiven Nachrichten. Vielen Dank an euer Wirken in meine Richtung, dass ihr mir helft durchzukommen. Also mein Arsch geht auf Grundeis schon sehr lange, seit 2020. Und so langsam kann ich nicht mehr. Dann muss ich in dieser Welt mal was verändern. Ansonsten gehöre ich nicht dazu. So sieht es einfach aus. Ich sehe da wenig Hoffnung und Platz in dieser Gesellschaft noch für mich. Es ist nicht gewollt. Auch nicht gewollt, mir zu helfen. Weil diejenigen, die glauben, nimm doch Hilfe an und so. Ich habe alles probiert. Diese Menschen haben mich übergangen, mir sehr viel Schaden angerichtet, mich super viel Geld gekostet und mir nachträglich so geschadet, dass ich bis heute keine Ruhe habe. Egal, ich kann es akzeptieren, vergeben und loslassen, so gut ich kann. Aber das Gelebte holt einen ein. Mindestens einmal im Jahr reißt es mich in die Tiefe. Die Erinnerungen kommen hoch. Alles, was ich mit dem Amt erlebt habe, alles, was ich auf Ärzteschienen erlebt habe, mit Sozialberatern, mit Menschen, die einem angeblich helfen wollten, fatal. Sie haben mich übergangen. Ich habe ihnen die Macht gegeben, eine Verfügung über mich zu haben, um für mich beim Amt was zu erreichen. Und leider hat man sich an die Absprachen nicht gehalten. Somit kann ich ganz schwer Hilfe annehmen und ich bitte, das zu akzeptieren, dass ich nicht nach Hilfe frage, nicht nach Ratschlägen und nicht nach Tipps. Und wenn ich das nicht frage, dann braucht ihr mir solche Kommentare nicht schreiben. All jene, die das nicht tun, ihr braucht euch nicht angesprochen fühlen. Ich spreche nur all jene an, die immer wieder unter der Gürtellinie mir zeigen, dass sie sich mit ihren Mitmenschen nicht auseinandergesetzt haben und meine Situation nicht erfasst. Ich bin transparent, ich zeige hier alles, bin absolut verwundbar und manche Menschen nutzen das aus, das ist Zerstörung einer Seele. Und das mache ich jetzt schon länger mit. Auf der Ebene ist es ganz schwer, Unterstützung zu finden, aber ich muss sagen, im Privaten, jetzt durch die schwierige Zeit, zeigen sich neue Freundschaften, tiefe Freundschaften, nachhaltige Freundschaften. Leider auf Entfernung, nicht hier, über Telefon. Und ich habe erzählt, ich habe
schon Zuflucht auf dem Bauernhof gesucht, weil ich weder hier Ruhe gekriegt habe, noch in meinem sogenannten Zuhause, das fremdbestimmt ist, wann ich schlafen gehen darf, ob ich schlafen darf und wann ich aufzustehen habe. Und wo man sich, wenn man krank ist, nicht erholen kann, weil jene Nachbarn einfach keine Rücksicht nehmen, wissentlich dessen, was ich durchmache. Alles, was ich hier mitgekriegt habe, mit Schlaganfall, mit Herzinfarkt, die ganze Scheiße, habe ich gewissen Kräften, die auf mich gewirkt haben, zu verdanken. Ich habe immer mein Bestes gegeben, ich gehe immer den Weg der Liebe und der Vergebung, aber mittlerweile habe ich zu viele Jahre Scheiße gefressen und kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann, dieses Bürokratiemonster hat mich gefressen und wieder ausgespuckt. Ich kann es nicht mehr angucken. Und meine Wohnungssituation ist der absolute Albtraum seit so vielen Jahren. Und all jene Menschen, die ich an mich anderen gelassen hatte, vertraut. Wozu auch meine Familie gehört, meine sogenannte ehemalige Familie, die auch für mich gestorben ist, nach wie vor. Ehemalige Freundin. Meine Ex, egal wer, da gibt es so viele, die aus mir den Sündenbock machten. Und ich habe mittlerweile mit meinen Nahtoderfahrungen letztes Jahr und dieses Jahr erfahren, dass ich schwer in Ordnung bin, dass man aus mir einen Täter machen wollte, nur weil man sich seine eigene Scheiße nicht anguckt und selber viel Scheiße gebaut hat. Und jetzt habe ich so viele Jahre gefressen, jetzt mache ich meinen Mund auf, die Täter laufen da draußen rum und ich bin der Leidtragende bis heute. Ich habe keine Namen genannt, weil ich nicht auf Rosenkrieg hinaus bin. Ich muss mir mal Luft verschaffen, weil es gibt gar kein Ventil mehr. Es gibt einfach kein Ventil. Hier laufen Täter rum, die mir sehr geschadet haben. Und keiner von ihnen übernimmt Verantwortung. Man schickt mir irgendwie sozialpsychiatrischen Dienst noch hinterher, anstatt mal irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Aus meiner Sicht betrifft es den strafrechtlichen Bereich, was jene gemacht haben mit mir. Und ich beschütze euch bis heute. Weil ich weiß, ihr wusstet nicht, was ihr tat. Aber ich schaffe es nicht mehr, noch mehr Scheiße zu fressen. Daraus Humus zu machen, ist echt schwierig. Akzeptanz, Vergebung, Loslassen ist mein einziger Weg. Aber es wird mir unfassbar schwer gemacht. Behindertengerechte Betreuung beim Sozialzentrum Husum, leider Fehlanzeige. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich habe jener Institution mehrfach E-Mails geschickt. Man hat mich ignoriert. Man hat mich mehrfach ignoriert. Immer wieder, trotz dessen, dass sie wissen, dass sie mir schaden mit meiner Gesundheit. Wissentlich. Heutzutage heißt das Diskriminierung. Heutzutage heißt das Mobben. Ja, das sind schwere Vorwürfe an diesem Punkt. Ich weiß, ihr tut das nicht absichtlich. Aber dadurch, dass ihr weitermacht, wie ihr weitermacht, ihr schadet meiner Gesundheit seit so vielen Jahren und versteckt euch auf euren Fortsesseln. So sieht's aus. Wenn ich irgendwann tot bin, habt ihr Blut an den Händen, wenn meine Seele das nicht überlebt. Keine Sorge an jene, die jetzt denken, ich wäre suizidal. Bin ich nicht. Ich kann mir nichts antun. Das wäre karmisch falsch. Dann wäre ich inkarniert und habe die gleiche Scheiße wieder an der Backe. Kann ich nicht. Will ich nicht. Interessiert mich nicht. Aber meine Seele war schon ein paar Mal nicht mehr hier. Ich habe gemerkt, ich bin hier nicht mehr. Gott zieht mich weg. Ich habe Nahtoderfahrungen gemacht und werde immer wieder zurückgeschickt. Ist ein Horror, hier auf dieser Erde zu wandeln und mit Menschen zu tun haben, die einen übergehen und einem schaden, etc. pp. So wollte ich nicht, dass dieser Gartenrundgang endet, aber das muss auch mal hier auf diesem Kanal raus. Alles Weitere, schaut bitte auf meinen Kanal Hier und Jetzt. Da habe ich Videos zu gedreht, auch auf meinem Waldkanal. Der Waldschreit habe ich Videos dazu gedreht. Ich halte von diesem Kanal so viel fern, wie ich nur kann. Aber ich kann nicht mehr und ich platze. Ich habe so viele Jahre was verschwiegen. Ich kann noch mehr erzählen. Ich habe noch mehr erlebt, was nicht mit meinem zu tun hat, was mit anderen zu tun hat. Aber Liebe ist mein höchstes Gebot. Aber ich bin halt irgendwann so überbelastet und dann platzt man auch mal. Und das habe ich nur von jenen, die mir das angetan haben. Und sie zeigen mit dem Finger auf mich. Leute, ihr habt Verantwortung. Ihr habt mir geschadet, all jene da draußen, die das getan haben. Hier in Husum vor allen Dingen. Hier in Husum. Ich kümmere mich jetzt um mein Frühstück. Sorry. Ja.
Also ich habe auf der Straße mehr Chance als beim Amt. So sieht's aus. Und ich werde gerade durch einen Fleischwolf gedreht vom Universum, muss damit klarkommen. Ich hoffe, ja, also Krankenkasse muss ich selber bezahlen auf einmal. Ein Teil konnte ich nicht bezahlen. Ich habe keine Krankenversorgung mehr. Also ich falle überall weg, alles weg. Kann ich mal wegen Bruch los. Und das andere, Miete, jetzt soll ich einen Teil der Miete bezahlen, mich kümmern. Also ich kann Miete nicht bedienen. Das heißt, auf lange Zeit werde ich da rausfliegen. Ich kann mich da nicht drum kümmern. Es ist mir zu viel. Ich habe ja auch keinen Groschen über dafür. Das ist ja nix. Wovon soll ich das denn bezahlen? Ich muss zusehen, dass ich am Leben bleibe mit allem, was ich brauche, um am Leben zu bleiben. Auch wenn ich weiß, dass ich weniger brauche, als man sich sagt. Aber bei mir ist es kompliziert. Ich bringe eine Essstörung mit. Die ist sehr oft sehr schwierig und kostet auch unfassbar viel Geld. Die Rechnung würde ich gerne mal den Verursachern schicken. Kranke Welt, ey. Heftig alles. Mir reicht's. Sorry. Ich bin jetzt raus. Und lass mich mit euren Besuchen an meiner Haustür in Ruhe. Das ist diskriminierend. Ich nehme das als Mobbing. Ich habe jenen Institutionen klar gesagt, belästigt mich nicht mehr an der Haustür. Es schadet mir. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr mit meiner Seele macht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ihr mir antut. So, over and out.